So, moin moin Leute. Wir sind zurück bei No Man's Sky. Haben unser Raumschiff in der letzten Folge eigentlich vollständig repariert. Und sollen jetzt Antworten in den Sternen suchen. Ja, würde ich sagen, heben wir direkt mal ab mit R2. Halt R2 gedrückt, um abzuheben, steigen. Ich will dann nicht mehr aussteigen. Suche Antworten in den Sternen. Ja gut, so. Oder? Ich glaube ja. Aber das hört sich nicht gesund an. Huch. Euclid-Galaxie. Von dir entdeckt. Aha, Tagaya-System. Ja, läuft. Würde ich sagen. Wir sind noch in der Atmosphäre, glaube ich. Orbitalflug vollendet. Teste Raumschiffsysteme. Teste die Flugsteuerung und die Schubdüsen. R2. Ja, läuft. Huch. Boost. Oh, okay. Funktioniert. Halt L1 und R1 gedrückt, um Impulsantrieb zu testen. Läuft auch. So. Mal kurz orientieren. Von da kommen wir. Huch. So. Ich kann da. Ah, okay. Gut. Eingehende Nachricht. Antworten. Eingehende Übertragung. Quelle. Blablabla B. Bitte identifiziere dich. Ich bin. Rauschen. Identifizieren. Was? Du bist nicht allein. Folge. Die Übertragung endet so seltsam, wie sie begonnen hat. Der letzte Teil des Signals scheint ein Satz planetare Koordinaten zu sein. Koordinaten eingeben. Folge den Koordinaten, findet die Signalquelle, steuere die Koordinatenmarkierung an und aktiviere den Impulsantrieb mit L1 und R1. So. Ah, okay. Wollen wir mal gucken. Huch. Oh, der Planet sieht gar nicht mal so scheiße aus wie gerade eben. So. Machen wir eine Minute. Oh, eine Minute fliegen wir jetzt. Ich glaube, für einen PC gibt es Mods, dass das nicht so ganz so lange dauert. Aber eine Minute ist ja erstmal noch ertragbar, ne? Kann ich dabei. Ja, währenddessen kann ich auch mal hier gucken. Guck mal da, haben wir nix. Da können wir den Impulsantrieb ein bisschen aufladen. Ja. Hier, Lebenserhaltung. Sollte man eventuell auch ein bisschen aufladen? Ne, ist ja, glaube ich, ein bisschen wichtiger. So, Multiwerkzeug. Kann man mit Kohlenstoff auffüllen. Aufladen, wie auch immer. Ja. Was haben wir denn alles so? Deflektorschild. Okay. Okay. Startschubdüsen. Genau, da hatten wir gerade geguckt. Das geht nicht. Huch! Wir sind da. Wunderbar. Ein bisschen hier drüber noch fliegen. Ach ja. Da hinten ist noch ein Planet. Aber wir wollen uns erstmal hier umschauen. Ich bin gespannt. Planet Rodkol Omega, Eintritt in Atmosphäre. Jo. Habe ich bemerkt, habe ich mitbekommen. Wir sind gleich da. Ein bisschen bremsen. Lande mit Viereck. Kriegen wir hin.
So, Temperatur minus 4. Oh, es wird wärmer. Das finde ich ja ganz cool, ne? Das kann ja daran liegen, dass die Sonne aufgeht, oder? Das ist ja ganz cool. Schimmert das Wasser rot, weil es jetzt Sonnenaufgang ist, oder? Na ja, gut, wollen wir mal gucken. Mal aussteigen. Wiederherstellungspunkt gespeichert. Was haben wir da? Ferritstaub. Ja, mal scannen. So. Ein bisschen was gescannt. Was haben wir hier? Sieht gut aus. Oh, da ging auch was. Nichts gefunden. Ja, schön. Cool. Beschädigter Container. Das wollen wir mal wegschmeißen. Das hatten wir auch nichts gefunden. Ja, schön. Cool. Das ist alles kaputt. Hier hinten haben wir noch was. Was haben wir denn da noch? Noch ein beschädigter Container. Wegschmeißen. Die Wasserstoffgelee. Mhm. Besser als nix. Nö. Hm, Projektilmunition. Cool. Oh, warte mal. Scannen einmal. So. Nehmen wir mit. Nehmen wir alles mit. Kann ja nicht schaden, ne? Würde ich jetzt direkt mal sagen. Ach, da hinten. Machen wir sofort. Das hier, da konnte man da nicht auch irgendwas machen? Ah, speichern und kartieren. Alles klar. Läuft, würde ich sagen. Läuft. Weiße Schokolade. Genial. Oh. Das war aber knapp. Entschlüssel. 16. 16. 16. Okay. Kein Treibstoff in... Keine Ahnung, Tank, Station nicht erreicht. Kaum Gefahrenschutz. Keine andere Wahl als unterirdischen Basiscomputer eingesetzt. Nehmen wir mal mit. Portabler Landregistrierungsservice. Kontaktiert nach dem Platzieren das universelle Kartografie-Archiv, um das Eigentum des Landes einzurichten. Nach erfolgreicher Registrierung können Basismodule an beliebigen Orten gebaut werden. Okay. Terrain Manipulator. Kohlenstoff-Nanorohr. Das musste man herstellen, ne? Machen wir mal hier. Oh, kann man sogar. Kohlenstoff. Noch eins? Tatsächlich. Das ist ja der Wahnsinn. So. Installieren. Nehmen wir den. So. Und so. Läuft. Schon fertig? Fertig, ne? Jawohl. Sammle Kupfer. Frostwurz, aha. Beschädigte Maschinerie. Ja. Kupferansammlung. Kann ich das irgendwie... Ah, Markierung setzen.
Okay. Ich gucke einfach mal. Oh, das ist da hinten. Verdammt. Achso, das kann man nicht. Warte. So. Gut. Das Kupfer war da hinten irgendwo. Wärmeschutz bei 50%. Aha. Was ist das denn? Frorene Knollen, okay. So. 50 brauchen wir. 50 holen wir uns, ne? Vielleicht ein bisschen mehr. Ich glaube, Kupfer brauchen wir öfters. Silikatpulver, ja, gut, ich weiß noch nicht, wofür das gut ist, aber mal schauen. Ich würde sagen, das reicht erstmal. Verarbeite Kupfer, um chromatisches Metall herzustellen. Und setze eine Raffinerie mit Hilfe des Baumenüs ein. Ich glaube, wir haben doch unsere alte Raffinerie mitgenommen, ne? Huch, was war das denn? Dann würde ich sagen. Unsere alte setzen wir hier jetzt erstmal hin. Also die Raffinerie. Und schauen mal. Oder muss ich. Ach so, ich habe. Okay, ja gut. Gut, gut, gut. Platzieren. So. Kriegen wir hin. Treibstoffvorrat. Oh. Müssen wir gleich mal gucken. Wo haben wir denn? Da haben wir. So. Start. Gut. So weit, so gut. Wollen wir hier nochmal gucken? Das ist, glaube ich, Kohlenstoff, ne? Ja. Verdichteter Kohlenstoff. Ist, glaube ich, beides ganz gut, ne? Huch. Dann setzen wir uns gleich nochmal kurz ins Schiff. Um uns aufzuwärmen. Okay, das Wasser ist rot. Das ist creepy und das sieht irgendwie cool aus. Gut. Mitnehmen. Schnellübertragung. Jo. Sehr schön. So. Kurz aufwärmen. Der Basiscomputer markiert einen Ort zum Bauen. Finde einen geeigneten Ort und setze. Basiscomputer. Ach so. Ich bin mal ehrlich, ich will auf diesem Planeten nicht bauen. Ich will so einen richtig schönen grünen Planeten. Grün. Nicht zugeschneit. Natrium, ne? Können wir trotzdem mal scannen. Natrium, ja. Sehr geil. So. Was ist das? Da brauche ich wahrscheinlich den fortgeschrittenen Laser für, ne?
Okay, für Entdeckung kriegen wir also Punkte und sowas. Das ist sehr nice. Bisschen Platz machen. Achso, die kleinen Dinger gehen nicht weg. Gut. Von mir aus. Hier nochmal ein bisschen. Gut, würde ich sagen, wir machen den hier noch weg. Und setzen genau hier unseren Basiscomputer hin. Basiscomputer. So. Farbe. So. Material. Ja, Rost. Ach. So. Ja, Alter, beruhig dich. So. Mein Land. Alles klar. So. Oh, Entschuldigung. Zugriff auf Protokoll des ehemaligen Benutzers. Aber habe ich den Basiscomputer nicht eben erst gebaut? Stürme fegen über, aber nur noch wenig Baumaterial. Deponiere Unterschlupfpläne, während ich muss bald zurück. Alles klar. Kerninfrastrukturteile erhalten. 5 Gegenstände gelernt. Eine Holzwand zur Verwendung beim Basisbau. Kohlenstoff. Basen bieten Schutz vor den rauen Bedingungen auf Planeten, indem sie deinen Gefahrenschutz wieder aufladen. Während deine Basis wächst, erhältst du Zugriff auf viele fortgeschrittene Technologien. Baue Basen als Schutz vor rauen Umgebungen. Erweitere deine Basis, indem du dir neue Konstruktionspläne verdienst. Kehre in deine Basis zurück, um dort Gegenstände zu lagern und zu verarbeiten. Ja, das ist dann wohl das klassische, ne? Weißt du Bescheid? Was haben wir? Dekoration? Technologie. Okay. Oh, das war viel, was es hier mittlerweile gibt, ey. Junge. Gut. Würde ich sagen, wir gehen erstmal ein bisschen Kohlenstoff abbauen, ne? Den Baum nehmen wir noch mit. Entschuldigung. Der gleiche Baum, der gleiche Baum. So. Oh, Moment, ich habe mir eben einen Kaffee gemacht, ne? Warte mal. Entschuldigung. Die Betonung liegt doch eben. Ist kalt. Soweit ich weiß, ist das hier jetzt alles noch Tutorial, ne? Und ich glaube, Wächter sind auch noch nicht da. Na, komm schon. Kohlenstoff und Fäzium? Also das Spiel hat echt ein sehr geiles Konzept mit den frei begehbaren Planeten mit dieser freien Welt. Open World, Entschuldigung. Und ich bin echt gespannt, inwieweit man einfach alles hier ausbauen kann. Ich habe auf YouTube jetzt auch noch nicht irgendwelche Videos geguckt oder so. Wie gesagt, das Spiel habe ich das letzte Mal, keine Ahnung, ist schon ein bisschen her. Oh, der Baum ist neu.
Also das letzte Mal richtig gespielt habe ich nach Release, wo es absolut nicht das war, was vorher angepriesen wurde. Aber ich glaube, es hat sich echt gemacht. Und was man den Entwicklern auch zugute halten muss, ist das riesengroße kostenlose Update. Also die haben ja wirklich komplett alles nochmal überarbeitet, ne? Huch. Ah, ich will da unter den linken Stick zum Rennen drücken. Aber es ist der rechte Stick. Junge, 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 Junge. So, mal gucken. Da steht der Computer. Uno. Dors. Okay. Keiner gesehen. So. So. Ja. Knallen wir hier noch eine Tür hin. Machen ein paar Wände rundherum. So. Hallo? Geht das hier? Ah, das ist klar. Den Computer setzen wir gleich nochmal um. Warum kostet so eine Wand 25 Kohlenstoff? So. Ich habe das Gefühl, es wird kälter. Minus 93. Ja, doch, das ist ein wenig frische. Was ist denn, wenn ich hier jetzt so reingehe? Ja, das... Oh! Oh! Schiff! Schiff! Oh! Oh, oh. Alter Vater! Alter! Mich würde mal interessieren, ob das Meer zufriert. Ich glaube eher weniger, ne? Ah, toll, muss ich hier nochmal... Lebenserhaltung kann man noch ein bisschen... So. Gefahrenschutz ist wieder voll. Startschub. Da war ich immer noch nicht. Oh, Alter. Aber warte mal. Kann ich das nicht selber herstellen? Die Wasserstoff- und Metallplatten. Ah, ich habe nur die Wasserstoff. Entschuldigung. Die Wasserstoff-Gelee, ne? Kann ich das irgendwie. Umwandeln? Nee, ne? Ich glaube nicht. Was ist denn ein Gignip? Ein Nahrungsmittel. Okay. Was ist das? Trotz zahlreicher Studien ist über dieses unheimliche kristalline, um diese unheimliche wenig bekannt. Sie wird von den Kadavern sterbender Kreaturen freigesetzt, kann aber auch von der Morditwurzelpflanze gewonnen und speziell kultiviert werden. Okay. Egal, erstmal weg damit. Finden wir dann anscheinend noch öfters. Navigationsdaten. Okay. Okay. Was war das? Eine übelriechende Verbindung, die aus der Magenkrampfblume oder den weniger ansprechenden Fäkalien bestimmter Spezies gewonnen werden kann. Die Kreaturen können so gefüttert werden, dass die... das Bildung... Alles klar, ist wieder wärmer geworden. Dann würde ich sagen, können wir doch erst einmal ein Dach hier drauf zimmern, ne? Das sieht absolut... schrecklich aus. Warum aus Holz? Das ist doch... aus Metall, das ist doch komplett... Egal. Egal, sage ich. Holzdach. Hoch. So. Oh, Ferritstoff brauchen wir fürs Dach. Kann man die Dächer irgendwie verbinden, dass das nicht so scheiße aussieht?
Hallo? Nein. Ah, okay. Gut. Dann halt von außen. So. Kehre zum Basiscomputer zurück. Ja, den stelle ich mir jetzt einfach mal. Wie kann ich den denn? Machen wir erstmal. Zusätzliche Archive wiederhergestellt. Eintrag folgt. Konstruktion größtenteils erfolgreich. Geborgene Daten aus nahegelegenen Plänen aufgezeichnet. Scans weisen auf zusätzliche unterirdische Geräte hin. Beginnsuche. Pläne extrahieren. Machen wir das doch. Wer auch immer dieses Protokoll aufgezeichnet hat, hatte offensichtlich gewissen Erfolg. Ich habe Zugriff auf seine Pläne und vielleicht kann ich aus seinen Anstrengungen lernen. Vielleicht. Kann ich dich jetzt mit. Tragbares Bauplan-Forschungsgerät. Alter, das ist der Wahnsinn. Kann ich dich irgendwie mitnehmen? Hallo? Kann ich nicht. Wenn ich jetzt auf Basis löschen gehe, ne? Wird denn. Oh nein, es ist jetzt alles weg. Oh nein. Oh nein, bitte nicht. Oh, verdammt. Alles klar. Leute, ich sehe, wir sind auch schon wieder bei 27 Minuten. Ich würde sagen, ich werde das hier zwischen den Folgen nochmal schnell aufbauen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, oder? Ich glaube ja. Bis dahin, Leute, macht's gut. Ciao.